Kaum zu glauben, aber es gibt Aktien, die die Performance von Nvidia in diesem Jahr in den Schatten stellen. Und eine dieser Aktien ist AppLovin. Dieses Unternehmen hat die Nvidia-Performance in diesem Jahr um über 100% outperformed und das schauen wir uns in diesem Chart gleich an. Wie wir in diesem Chart sehen, hat die AppLovin-Aktie in diesem Jahr bereits eine Performance um 279% eingefahren. Das sind diese rund 100% mehr als Nvidia. In diesem Video schauen wir uns die AppLovin-Aktie etwas genauer an, denn es könnte sein, dass ein Einstieg immer noch lohnenswert ist. Zu guter Letzt werde ich auch meine Meinung kundtun, ob ich persönlich allenfalls einen Einstieg wagen werde. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Wenn wir uns die Aktie von der AppLovin betrachten, dann liegt sie derzeit bei 147 US-Dollar mit einer Gesamtbewertung von rund 49 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62. Ja, seit dem Börsengang im Jahr 2021 liegt die Performance bei rund 140%, danach ist sie etwas zurückgelaufen und konnte sich nun seit dem Tiefststand im Jahr 2023 prächtig entwickeln und hatte dieses Jahr eine solide Rendite von eben diesen knapp 280% eingefahren. Ja, ob diese Performance gerechtfertigt war oder nicht, werden wir gleich noch mit den Erträgen in Verbindung setzen. Allerdings schon spannend, dass eben diese Performance relativ unter dem Radar lief. Also derzeit hatte ich wenige Artikel gelesen, die eben darüber schrieben. Und deswegen schauen wir uns an, was AppLovin überhaupt macht. AppLovin arbeitet im AdTech-Bereich und hat verschiedene Produkte im Angebot, die es Entwicklern von Apps ermöglichen, ihre Apps zu monetarisieren oder auch zu verbreiten. Derzeit sind sie sehr stark im Gaming-Bereich unterwegs. Sie haben auch ein eigenes Entwicklerstudio namens Lion Studios, wo sie eigene Games entwickeln und dort haben sie derzeit rund 200 Games, die sie eben dann auch mit ihren Softwareprodukten entsprechend ausstatten, damit eben diese In-App-Werbungen möglich werden. Ja, diese Dienstleistungen sind sehr umfassend und sie haben hier auch verschiedene Produkte im Angebot, natürlich auch derzeit alle mit KI ausgestattet, beispielsweise App Discovery. Damit kann man eben seine Werbeengine skalieren, auch auf künstlicher Intelligenzbasis. Des Weiteren gibt es das Produkt Max, wo man eben das Monetarisierungspotenzial der App maximieren kann. Weitere Produkte sind beispielsweise Spark Labs, die ebenfalls für Marketingzwecke dienen. Des Weiteren wäre der Marktplatz ALX, welcher eben als Börse fungiert und Werbetreibende mit App-Entwicklern zusammenführt. Weitere Produkte wären zum Beispiel Array, Adjust und Whirl. Also hier haben sie ein ganzes Ökosystem geschaffen, welches eben dann ihren Kunden angeboten werden kann, um natürlich auch so eine Kundenbindungsrate zu erhalten, die relativ hoch ist. Bekannte Unternehmen aus diesem Bereich wären zum Beispiel TradeDesk, welche allerdings schon mehr auf webbasierte Werbung spezialisiert ist. Des Weiteren wäre da noch Unity Technologies. Ja, wenn wir die Performance mit diesen beiden Unternehmen vergleichen, dann ist es wenig überraschend, dass eben auch hier AppLovin am besten abgeschnitten hat. Allerdings hatte auch TradeDesk eine sehr solide Rendite von rund 67% seit Jahresbeginn und Unity Technologies hatte ein Minus um 44%. Übrigens machte AppLovin im Jahr 2022 an Unity Technologies ein Übernahmeangebot, welches dann allerdings nicht zustande kam. Allerdings konnte AppLovin im Voraus bereits einige Übernahmen erfolgreich durchführen. So wäre beispielsweise die Übernahme von der Werbeplattform von Twitter zu nennen, die sie im Jahr 2021 für 1,1 Milliarden US-Dollar übernehmen konnten. Sie hatten in der Vergangenheit auch verschiedene Entwicklerstudios übernommen, also die Unternehmung ist so entsprechend gewachsen und hat eben entsprechend ihre Produkte stets erweitert. Stellt sich nun die Frage, ob eine so hohe Bewertung von einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 60 gerechtfertigt ist oder nicht. Und dafür lohnt sich ein Blick in die Erfolgsrechnung und die schauen wir uns an. Da ist ersichtlich, dass man eben die Umsätze sowie auch den Nettogewinn stets steigern konnte. Man hatte hier im letzten Quartal eine Steigerung beim Umsatz um knapp 44% und der Nettogewinn hat sich ebenfalls sehr prächtig entwickelt auf diesen Quartalsgewinn von 310 Millionen US-Dollar. Auch in der jährlichen Betrachtung sieht man sehr gut, dass das Unternehmen stetig zulegen kann beim Umsatz und zuletzt auch beim Gewinn. Und diese Dynamik hat zuletzt stark zugenommen, nicht zuletzt auch aufgrund von der Einführung von KI-basierten Tools. So stieg der Umsatz bei der Software-Sparte um über 75% im zweiten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahresquartal auf 711 Millionen US-Dollar. Also eine enorme Steigerung bei eben diesem Software-Segment
was natürlich schon sehr erfreulich ist und eben auch entsprechende Kursreaktionen ausgelöst hat, stellt sich natürlich die Frage, ob das nachhaltig ist. Wenn wir die Guidance von dem Unternehmen betrachten, dann sieht man schon, dass sie weiteres Umsatzwachstum und auch die Erhöhung der Profitabilität erwarten, allerdings vermutlich nicht mehr in dieser Geschwindigkeit. Der Gründer geht von einem jährlichen Wachstum zwischen 20% und 30% für die kommenden Jahre aus. Das ist natürlich eine Umsatzwachstumsentschleunigung, allerdings ist es immer noch eine sehr hohe Rate und er lässt sich eben auch zitieren. Darüber hinaus laufen derzeit viele weitere spannende Dinge, die uns zuversichtlich stimmen, dass wir diese Bereiche sogar noch übertreffen könnten. An dieser Stelle ein durchaus positives Statement des Gründers und Geschäftsführers. Und wenn wir uns noch das Cashflow-Statement betrachten, dann gibt es hier noch zwei Besonderheiten. Denn bei jungen Tech-Unternehmen sind die aktienbasierten Vergütungen immer ein Thema, welches man ebenfalls berücksichtigen sollte. Und hier hatte AppLovin im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Wert von 193 Millionen US-Dollar. Diesen Wert muss man natürlich ins Verhältnis setzen können. Und da war es eben spannend zu sehen, dass sie im selben Zeitraum Aktien zurückgekauft hatten im Wert von 752 Millionen US-Dollar. Die Größe der Aktienrückkäufe übertrifft hier bei weitem die Größe der aktienbasierten Vergütungen. Und das ist natürlich als Aktionär positiv zu betrachten, denn diese aggressive Strategie, Aktien zurückzukaufen, unterstützt natürlich auch die Kursentwicklung dementsprechend. Zugegebenermaßen finde ich das Unternehmen sehr spannend, vor allem diese Dynamik bei den Erträgen. Und wenn man bedenkt, dass das Unternehmen derzeit lediglich im Gaming-Bereich sehr stark ist und hier noch viel Potenzial hätte für weitere Bereiche, beispielsweise möchten sie sich jetzt im E-Commerce weiterentwickeln, dann ist hier noch viel Potenzial und auch bei den webbasierten Applikationen ist ebenfalls noch sehr viel Potenzial vorhanden. Natürlich ist der Wettbewerb hier sehr stark, beispielsweise mit Trade Desk, aber auch natürlich der Platzhirsch Google ist natürlich im AdTech-Bereich sehr stark. Trotzdem konnte das Unternehmen AppLovin sehr gut performen und eben auch entsprechende Margen einfahren, also im letzten Quartal Margen von knapp 29%, natürlich sehr erfreulich für das Unternehmen. Derzeit bin ich persönlich nicht investiert, spiele allerdings mit dem Gedanken, hier eine kleine Position zu eröffnen. Ich würde diese Position gegen unten absichern, dass ich dabei Kursverlusten von rund 10% oder 15% wieder aussteigen würde. Allerdings hätte ich dann die Chance, dass eben die Rallye weitergeht und sich das Unternehmen weiterhin super entwickeln könnte. Mir gefällt, dass es hohe Wachstumsraten hat und gleichzeitig auch sehr profitabel unterwegs ist. Und eben auch der Bereich, in dem sie tätig sind, ist gut skalierbar. Sie haben da bereits Expertise bewiesen und können eben auch die Margen stetig verbessern, was natürlich auch zeigt, dass hier KI funktionieren könnte. Und entsprechend haben sie ja ein sehr spannendes Umfeld geschaffen. Was ist deine Meinung zu diesem Unternehmen? Schreib es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.